Hallo, guten Morgen, meine Lieben. So, da kommen wir mal wieder zur Kartenlegung. Ne? Heute war ich früh auf, die Grippe hat mich aus dem Bett geschmissen. Ne? Ja, so, da gucken wir mal. Ich habe überlegt, wir könnten mal für die nächsten 3 Tage vielleicht so fragen, ne? Was da so könnte auf uns zukommen, weil in der Wochenlegung kann ja sein, dass sich irgendwas geändert hat. Ne? Ja, gucken wir mal. Ich habe heute die Sanssouci 2 von der Nadine Reifenstein. Dann habe ich mal die Orakel der Göttin von der Doreen Berthiaume. Und die Lenormand, die Elfen Lenormand von M. Katz, die Goodwin und David Gorsi. Ja, mir ist heute ein bisschen schwindlig. Ne? Die haben ja jetzt gemeldet, am Wochenende wieder Abkühlung. Ne? Man hat es sich an die Abkühlung schon gewöhnt. Jetzt ist da so heiß geworden. Ne? Ja. So. Gucken wir mal. Was könnte denn die nächsten 3 Tage so wichtig für Seelenkollektiv werden? Rückzug. Ja, vielleicht fühlst du dich auch einsam. Hier habe ich den Turm. Ne? Also es kann sein, dass du dich einsam fühlst oder dass du dich im Rückzug befindest. Auf jeden Fall hast du mal jemanden um dich, der wo deine Grenzen überschreitet, da ziehst du dich zurück. Ne? Ja, da kann es hin bis zur Trennung gehen, aber vor allen Dingen setzt du mal Grenzen. Ne? Du sagst bis hierher und nicht weiter. Ne? Ja. Es geht darum, dass du Glück hast, ne? Dass du in dein Glück gehst. Du wünschst dir auch Glück, ne? Du wünschst dir etwas Positives, etwas Schönes. Und das könnte jetzt auch auf dich zukommen, die nächsten 3 Tage. Wie geht es denn weiter, die nächsten 3 Tage, liebe geistige Welt? Ja, genau, Glück. Ja, du gehst in die Freude. Also hier kommt eine positive Phase auf dich zu, wo Freude verspricht die nächsten 3 Tage. Vielleicht kriegst du ein Geschenk, vielleicht einen Besuch, eine Einladung, irgendeine Überraschung. Ne? Neun, hier geht eine Lebensphase zu Ende und eine neue, schöne fängt an. Ne? Die erscheint dir dann wie ein Geschenk. Ne? Da freust du dich auch drüber oder über Glück, wo du hast. Ne? Glückliche Freude, ne? Ja. Hier kommt es zur Reinigung, ne? Ja, also hier kommt etwas weg, das wo sehr negativ war und das Ganze spontan, ne? Ja, also hier wird spontan etwas gekürzt, ne? Spontan, ja, spontan wird etwas gekürzt, damit du kannst in deine Ernte gehen, ne? Und zwar hast du Blockaden in deinem Leben. Jemand legt dir Steine in den Weg. Und die werden spontan gekürzt. Also die fallen von einer auf die andere Sekunde fallen die weg. Das kann auch Blockaden im materiellen Bereich sein, dass dir Menschen Steine in den Weg legen. Ne? Ja, also die Blockaden, da haut die Sense rein. Ne? Also die kommen weg. Ne? Es geht darum, dass du in ein sicheres Fundament gehst, etwas, auf was du lange bauen kannst. Ne? Ja, es kann sich aber auch, weil es das Haus ist, um deine Familie, um dein Umfeld drehen, ne? Die wo Blockaden und Steine in den Weg gelegt haben und das wird gekürzt, ne? Ja, hier geht es um ein sicheres Fundament, jo, wo für lange Zeit ist, ne? Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Ich bin heute ein bisschen schwindlig. Jo, du gehst wieder in deinen Frieden, in deine Harmonie, ne? Ja, in deine innere Balance. Es kann sein, dass du da raus bist, ne? Dich deswegen zurückgezogen hast. Ja, bist aus deiner inneren Mitte raus und da geht's wieder rein, ne? Zusammen mit deiner gesamten Familie. Eventuell durch einen älteren Mann, weil der König da oben, der ist älter, ne? Ja, die Lilien stehen auch für einen älteren Mann, ne? Ja?
Hier soll etwas verankert werden, sicher gemacht werden, festgemacht werden. Etwas, was an dir klappert, soll wegkommen, spontan, ne? 3 und 5 ist 8, damit du in deine Fülle gehen kannst. Das kann auch mit der Arbeit zu tun haben oder dass du an etwas arbeitest, ne, was sicher gemacht und festgemacht werden soll, ne? Und wo es sich dann auf die ganze Familie auswirkt. So, jetzt hole ich aber erstmal die anderen Karten. Den Amor hole ich nachher wieder. Ja, hier soll ein festes Fundament für dich verankert werden. Etwas, was dich glücklich macht. Ne? Das bedeutet, du bist nicht glücklich. Ne? Im Moment. Und solltest du glücklich sein, dann fühl dich halt nicht angesprochen. Ne? Im Namen Gottes, wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Was kommt denn so aufs Seelenkollektiv zu? Ja? Du machst dich auf den Weg. Du wirst ein wertvolles Geschenk erhalten. Hier habe ich die heiligen drei Könige. Ne? Das kommt auch direkt von Gott. Ne? Vielleicht ist das ja ein neuer Mensch. Ne? Ja, ein Gegengift. Ne? Das kann sein, dass du in einer toxischen Umgebung bist, ne? Toxische Leute um dich hast. Das kann auf der Arbeit sein, der Familie sein, in der Partnerschaft sein. Ne? Und hier kommt etwas, was du in die Heilung gehen kannst. Ne? Ja? Entgiftung von Toxischem, ne? Gesundung kommt auf dich zu, vielleicht ein Wellnessurlaub, eine Kur, vielleicht machst du auch eine Therapie, ne? Ja? Und das ist wie ein Geschenk, ne? Wenn du Gesundheit verloren hast, ne? Ja, Gesundheit ist ja am wichtigsten. Du kannst ja auch kein Geld und nichts genießen, wenn du nicht gesund bist, ne? Ja, hier kommt was Überraschendes auf dich zu, was deine Erwartungen auch wahrscheinlich übertrifft, ne? Hier kommt irgendeine Überraschung, die wo eine unerwartete positive Wende mit sich bringt. Ne? Ja, da steht deine Welt auf einmal Kopf. Ja, das bedeutet natürlich, dass du in etwas bist, was dich nicht glücklich macht. Ne? Oder gar sehr unglücklich sogar. Ja, du veränderst deinen Lebensstil. Du hast auch den Wunsch, Gutes zu tun, tust das wahrscheinlich. Wahrscheinlich bist du ein sehr liebevoller Mensch. Die brennende Erde, also hier kommt es zu, jo, außen eventuell zur Umweltkatastrophe, ne? Jo. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ja, du bist selbst ein Mensch, der ein zartes Gemüt hat, ne? Wahrscheinlich hochsensibel, Indigo-Kind, Kristallkind, ne? Sehr sensibel, sehr liebenswürdig, aber auch leicht zu verschrecken, ne? Du hast wahrscheinlich schlechte Erfahrungen in deinem Leben mit schlechten Menschen gesammelt. Deswegen fällt es dir schwer, wieder Vertrauen zu fassen, ne? Bist so ein bisschen zum Einsiedler geworden, ne? Aber ein Träumer, ne? Ja, pass auf vor negativen Leuten. Hier habe ich Rotkäppchen und den Wolf, ne? Sei da nicht zu naiv, ne? Lass dich zu nichts überreden, ne? Und ignoriere keine Warnungen. Hier will dich jemand um den Finger wickeln, ne? Ja, der Wolf ist aber nicht gut mit dir meint, ne? Ja, der Wolf, der probiert das ja bei Rotkäppchen auch, ne? Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Ja, du bist so jemand, der wohl so von innen her leuchtet. Aber es kann sein, dass durch ein toxisches Umfeld oder irgendwelche toxischen Situationen, jo, dein Leuchten ist weg, ne? Und das wirst du wieder entdecken, ne? Du suchst auch Orientierung, ne? Ja, bist vielleicht sogar selbst ein Leuchtturm für andere gewesen oder bist es immer noch, ne? Menschen fühlen sich zu dir hingezogen, ne? Ja. Ja, und dieses Leuchten wird wieder zum Vorschein kommen, ne? Ja, und die, die wohl dir dein Leuchten zerstört haben, ne? Denen ihre Projekte und Vorhaben werden vorzeitig beendet, ne? Also hier ist irgendetwas passiert, was toxisch war, ne? Hier hast du jemanden um dich, der übermütig, größenwahnsinnig, hochmütig ist, ne? Ja, da waren immer Verständigungsschwierigkeiten. Jemand, der wohl nicht mit dir auf einer Augenhöhe war. Der wo eventuell sich über dich gestellt hat, ne? Ja,
So, dieser jemand, der hat dir nicht gut getan, der wollte dir auch nicht gut tun, das können auch mehrere Leute sein, ne? Und diese Projekte, die werden aber beendet, ne? Ja, du machst dir auch Sorgen, Sorgen um deine Gesundheit, deine Familie, um dein Leben, jo, um alles Mögliche, ne? Ja, aber scheinbar in mancherlei Hinsicht grundlos, ne? Ja, die hat ja auch irgendwann mal jemand in die Schranke gepflanzt. Ich habe ja hier den Turm zu Babel, ne? Aber du hast hier den Vorboten für Erfolg, ne? Du wirst Anerkennung und Glück haben, eine richtige Offenbarung, ne? Kommst zu spirituellen Erkenntnissen, ne? Wie geht es denn weiter die nächsten 3 Tage, liebe geistige Welt? Ja. Du bist so ein Mensch, der plant mit Weitblick, ne? Du guck mal, das Mädchen, das guckt da über die Mauer, wie die Ballons fliegen. Du guckst nach deiner Freiheit, wo du hin willst, ne? Du bist auch so ein bisschen erfolgsorientiert, ne? Willst höher hinaus, willst Karriere machen, schuftest vielleicht aber auch ein bisschen zu viel, ne? Du lernst lieber, während andere, jo, irgendwas, irgendwie ihre Freizeit da planen, ne? Aber du wirst auch dem Grund irgendwas Besonderes vielleicht auch entdecken, ne? Ja. Wie geht es denn weiter, liebe geistige Welt? Die nächsten 3 Tage. Vielleicht ziehst du in eine Großstadt. Oder dein Leben gerät in Aufruhr. Vielleicht wohnst du aber auch schon in einer Großstadt, ne? Auf jeden Fall kommen neue spannende Erlebnisse und Begegnungen auf dich zu, ne? Jo, dann ist dann Schluss mit Langeweile und Einsamkeit, ne? Ja, du wirst ein neues Leben beginnen. Egal jetzt wo oder wie, ne? Ja, du bist ein Mensch, der wohl so für andere die Schuld auf sich nimmt, ne? So ein Beschützertyp, ne? Ja, vielleicht hältst du auch jemanden ab, ne? Jemanden von deiner Familie da irgendwie zu schaden, ne? Stellst dich einer Person in den Weg, ne? Und bringst für das Richtige, für die Wahrheit und für das Gute und für die Liebe ein Opfer, ne? Ja? Böses wird bekämpft, hat keine Chance mehr, ne? Das ist eine super Karte. Also hier kriegst du Hilfe in einer sehr heiklen Situation für dich, ne? Ja, hier holt dir jemand die Kohlen aus dem Feuer. Irgendein schnelles Ereignis passiert. Böses wird bekämpft im Großen, ne? Ja. Und du wirst eine Segnung erfahren, ne? Oder dich gesegnet fühlen. Du wirst eine magische Begegnung haben. Hier könnte die Liebe auf den ersten Blick auf dich zukommen, geschickt von Gott, ne? Ja, Erfolg und Reichtum, das göttliche Füllhorn wird über dich ausgeschüttet. Ne? Da hast du wahrscheinlich auch viel dafür getan, ne? Weil du ein liebevoller Mensch bist. Ja, und die Bösen, die Motten, die sind dann ins Licht geflogen, haben dir geschadet. Ne? Ja, und Gott wird jetzt dafür sorgen, dass es da zur Gerechtigkeit kommt und schickt dir jemanden, schickt dir Hilfe. Ne? Im Namen Gottes. Wie geht es denn weiter die nächsten 3 Tage? Ja, bedingungslose Liebe. Maria Magdalena. Du wirst bedingungslos geliebt von Gott und von der geistigen Welt und von deinen Verwandten, ne? Ja. Ahnen, ja. Liebe dich selbst auch, ne? Unabhängig, wie andere jetzt mit dir umspringen, ne? Hier geht es um dein Heim. Deine häusliche Situation, die verbessert sich zum Guten, wenn du vielleicht umziehst, ne? Oder durch eine Veränderung der Bewohner, irgendjemand Toxisches geht weg, jemand Liebevolles zieht ein, ne? Ja, so, ne? Ja, scheinbar machst du dir Gedanken, ob du und die Deinen sicher und beschützt sind, ne? Also scheinbar schon, ne? Hier wacht die geistige Welt über dich, ne? Erwarte jetzt auch ein Wunder die nächsten 3 Tage. Du hast wahrscheinlich gebetet, ne? So beten tut man ja die meiste Zeit, wenn es einem nicht gut geht, ne? Lieber Gott, hilf mir in meiner Situation. Du kannst jetzt ein Wunder erwarten. Wir hatten ja gestern wie viel mal die 7, ne? Vertraue darauf, dass deine Gebete von Gott erhört werden, ne? Im Namen Gottes. Könnte dann noch so die nächsten 3 Tage kommen? Ja,
deiner Situation, in der, wo du im Moment bist, mit der, wo du vielleicht eventuell auch haderst oder so, ne? Die hat mit Erinnerungen am vergangenen Leben zu tun, ne? Ja, Ja, vielleicht hast du ein toxisches Umfeld und fragst dich, warum bin ich in diesem toxischen Umfeld? Die kennst du wahrscheinlich aus früheren Leben. Es kann sein, dass die dir in früheren Leben schon mal Schlechtes zugefügt haben. Da bist du wieder auf die getroffen, ne? Damit du halt eben Nein sagst, die erkennst, ne? So, und die sind wahrscheinlich auf dich getroffen, um den Schaden wieder gut zu machen, wo sie angerichtet hatten, ne? Oh, hier kommt die unsterbliche Liebe auf dich zu. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr. Ja, hier kommt ein Seelenverwandter auf dich zu, ne? Den, wo du auch aus früheren Leben kennst, ne? Die Liebe, die ihr geteilt habt, die währt ewig, ne? Ja? Ja, das ist doch schön. So, noch eine Karte. Was könnte denn noch die nächsten 3 Tage so kommen für Seelenkollektiv? Fairness, die Karma-Karte. Also, du wirst jetzt ernten, was du gesät hast. Und die, wo dir geschadet haben oder negative Leute, die werden auch ernten, was sie gesät haben. Ne? Die kriegen ihre Strafe für ihr schlechtes Benehmen. Und deine Situation, ne, in der, wo du vielleicht sehr ungerecht behandelt wurdest, ne, die wird jetzt von Gott geleitet, fair und gerecht behandelt. Ne? Ja, genau. So, jetzt hole ich aber mal die Würfel. Wie geht es denn weiter die nächsten 3 Tage, liebe geistige Welt? Aha. Oh! Ja, du gehst in deine Freiheit, deine Eigenständigkeit. Du hast auch deinen eigenen Kopf, ne? Katzen zum Beispiel, die lassen sich ja nicht einsperren, ne? Ne? Die sind eigenständig, die stromern den ganzen Tag, stromern die draußen rum, ne? Und sorgen auch für sich selbst, ne? Ja. Hier werden deine Wünsche erfüllt. Hier habe ich Aladdins Wunderlampe, ne? Ein Wunsch davon könnte sein, dass du auf deinen Seelenverwandten triffst, ne? Mit dem, wo du glücklich wirst. Und das haben wir jetzt schon in den Karten gehört, dass das passieren wird, ne? Es kommen aber auch Leute aus deiner Seelenfamilie auf dich zu, ne? Eventuell aus früheren Leben, ne? Ja, mit denen, wo du glücklich und zufrieden in die Wunscherfüllung gehen kannst, ne? Ja? So. Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Wäre es nur schon passiert, ne? Liegt immer da. Im Namen Gottes. Ja, hier will dich jemand wieder verführen oder hat dich schon mal verführt. Hier habe ich das Hexenhäuschen, jemand, der wusste sich gut mit dir meint. Aber ich denke, du weißt schon, um welche Situation es sich dreht, ne? Ja? So, da kriegst du ein Dich gezeigt, ne? Vielleicht hat dich jemand durch Verführung gefangen genommen, ne? Wie zum Beispiel Hänsel und Gretel, ne? Die sind ja auf die Hexe reingefallen, ne? Und Hänsel wurde ja eingesperrt, ne? So, da kriegst du jetzt ein Licht gezeigt im dunklen Tunnel, ne? Wie du wieder in deine Freiheit kommst, ne? Bei Hänsel und Gretel war das so, da hat Gretel die Hexe in den Ofen geschmissen und hat ihren Bruder befreit, ne? Ja, hier geht's darum, dass du ein Licht im dunklen Tunnel gezeigt bekommst, was dich in deine Freiheit und in die Helligkeit führt. Und in Richtung deiner unsterblichen Liebe. Wie geht's denn weiter die nächsten 3 Tage? Ja, du kriegst Hilfe und Unterstützung, ne? Ja. Hilfe und Unterstützung, der Spazierstock, ne? Hast du dir vielleicht auch gesucht, ne? Ja. Hier schenkt dir jemand ein Licht, ne? Oder durch diese Hilfe und Unterstützung siehst du wieder Licht im dunklen Tunnel, ne? Hier habe ich die Taschenlampe und hier habe ich eine Fackel, ne? Ja? Du kriegst das Licht gezeigt, wie du über die Brücke gehen kannst in ein schönes Leben, ne? Das, wofür dich vorbestimmt ist, eventuell aus einem sehr schlechten Leben heraus. Und Wunder passieren, ne? Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder,
Wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Oh, und passend dazu die Lupe, ne? Ja, also achte mal ein bisschen so, was für Leute auf dich zukommen, ne? Die könnten eventuell der Schlüssel, du könntest eventuell den Schlüssel zu deinem Schloss finden, ne? Du bist in einer Situation eventuell, wo du dich ein bisschen gefangen fühlst, ne? Oder bei Menschen, wo du dich gefangen fühlst, ne? Achte mal ganz genau darauf, ne? Ob du nicht den Schlüssel findest, ne? Ja, hier geht's darum, dass du in ein festes Fundament kommst, ne? Es kann aber auch sein, dass du dich zu Hause eingesperrt fühlst, ne? Durch ein Umfeld eingesperrt fühlst, durch die Familie, einen Partner oder Nachbarschaft kann auch sein, ne? Es geht darum, dass du in ein sicheres Fundament gehst, etwas, was für sehr lange Zeit halten soll. Und du hast ja auch selbst schon ein Fundament aufgebaut, ne? Ja, genau. So, jetzt hole ich mal nochmal die Lenormand. Jetzt sind weiter die nächsten 3 Tage, liebe geistige Welt. Ja, hier kommt es zur Reinigung, ne? Streitigkeiten. Es kann sein, dass Streitigkeiten auf dich warten, durch irgendwelche Leute, die wo es nicht gut mit dir meinen, da hältst du dir die Ohren zu. Du kannst es nicht mehr hören, ne? Irgendwelche toxischen Leute, die vertragen sich ja nicht, ne? Es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem Bösen nicht gefällt. Die möchten auch nichts dafür tun, ne? Dass irgendwelche Streitigkeiten beendet werden. So toxische Leute, die gehen ja den Konflikten komplett aus dem Weg, ne? Ja. Und du hältst ja die Ohren zu. Es kommt immer das ein und selbe, ne? Und du kannst es nicht mehr hören. Du möchtest etwas Schönes hören. Aber hier kommt es zur Reinigung, ne? Der Besen kehrt etwas Negatives die Tür raus, ne? Ja? Genau. Kommunikation, streitbare Kommunikation, ne? Da gehst du raus, da kommst du zur Reinigung, ne? Hier wird die göttliche Fügung greifen. Oh, hier habe ich die Sugarkarte, die Wunscherfüllung, ne? Die göttliche Fügung, also Schicksalsfügung, ne? 1 und 6 ist 7, das wird dir wie ein Wunder erscheinen, ne? Alles wird gut, du gehst in deine Wunscherfüllung. Ne? Ja, genau. Du gehst in deine Wunscherfüllung. Ne? Also das wird passieren. Das ist schon mal gut. Noch eine Karte. Könnte es die nächsten 3 Tage weitergehen? Ja, mit Hilfe und Unterstützung. Der Hund, also du hast, entweder findest du neue Freunde oder du hast Freunde, die wo dir helfen. Ne? Oder du wirst einen treuen Freund kennenlernen oder einen Seelenverwandten, ne, mit dem, wo du glücklich wirst. Ne? 1 und 8 ist 9, das bedeutet, mit diesen Seelenpartner oder Freunden, ne, jemand, der wo dir treu ergeben ist, loyal dir gegenüber ist, dich auch liebt, geht eine Lebensphase zu Ende und da fängt eine neue an. Ne? Also du gehst nicht allein, du kriegst Hilfe und Unterstützung. Ne? Ja. Du gehst in den Neuanfang, ja, wo es in kleinen Schritten vorwärts geht. Geführt von der geistigen Welt. 1 und 3 ist 4. Ne? 4 steht immer für die Engel, ne? Oder das Ahnen um dich sind. 3-mal die 4 zum Beispiel. Ne? Ja, also hier kommt ein Neuanfang auf dich zu, wo du Hilfe und Unterstützung kriegst, wo du in deine Wunscherfüllung gehst, ne? Wo eine vielleicht sehr negative Lebensphase endet und eine neue, schöne beginnt. Ne? So. Dann hole ich mal noch einmal diese Würfel. Geht dann weiter die nächsten 3 Tage. Ja, du ziehst dich zurück vor diesem ganzen Negativen, vor negativen Situationen, ne? Ja. Hast viel daraus gelernt, ne? Hast auch gelernt, dass du dich zum Beispiel vor toxischen Leuten nur das so zurückziehen musst, ne? Passt immer gut auf, wie jemand andere behandelt, ne? Weil so wird er irgendwann dich auch behandeln, ne? Ja. Und schwimmst so langsam, in kleinen Schritten, schwimmst du so in deine Freiheit, ne? Und für diese Lernaufgabe, ne? Die wurde eventuell mit sehr negativen Leuten Nassnüsse machen, ne? Da lernt man ja immer daraus. Zumindest mal das, was man nicht mehr möchte, ne? Für das läuft die Zeit ab, ne? Ich hatte ja die Karte, Böses wird bekämpft. So, dann wäre ich mal am Ende der Legung. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ich freue mich über ein Like, einen Kommentar. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, ja, damit ihr auch kein Video verpasst. Ne?
Jo, das Ganze vielleicht ein bisschen teilt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen helfen. Ja, du, hier habe ich noch eine Karte, die zieht mich noch an, ne? Ja, du hast irgendwie das Gefühl, auch in der falschen Zeit zu leben, ne? Du bist ja ein sehr sensibler Mensch, wie wir gehört haben, ne? Ein Unikat, ne? Du hast auch Sehnsucht nach der guten alten Zeit, wo vielleicht noch alles schöner und besser war, ne? Vielleicht bist du ein Vintage- oder Retro-Look-Fan, ne? Oder magst du Klassisches, ne? Hast auch deinen eigenen Stil, ne? Ja, der geheime Strand. Du machst eine Zufallsentdeckung. Ja? Einen geheimen Plan schmieden. Aha. Vielleicht tut sich ein waghalsiges Abenteuer, wo du vielleicht ein bisschen Schiss davor hast, ne? Ja? Am Ende als das große Los in Puppe, ne? Und das kriegst du auch mit Freunden, ne? Ja, der Seelenhund. Jemand, der wo dich bedingungslos liebt, der treu ist, aufrichtig ist. Jemand, auf dem wo du dich hundertprozentig verlassen kannst, ne? So eine Person kommt auf dich zu, ne? Unerwartete Hilfe, ne? Wo du gar nicht damit rechnest, ne? Hier meint es jemand sehr gut mit dir und dieser jemand möchte auch keine Gegenleistung. Ein Seelenfreund aus der Seelenfamilie oder ein Seelenpartner. So. Das wär's dann mal von mir. Dann freue ich mich, dass ich euch wieder ein bisschen helfen konnte und wünsche euch einen schönen Tag. Ne? Lasst euch nicht ärgern von diesen toxischen Leuten. Ne?